das verkaufen. Und dich einmal hier reinlegen. Oh. Ich hätte hier trotzdem ganz gerne ein offenes Portal. Hätten wir uns voll sparen können. Okay. Ach, nee. Was haben wir denn hier? Zum Sumpfloch, Ebene 1. Nee, wir müssen aber... Shinlag Dungeon. Nicht dahin. Wahrscheinlich dann noch weiter ohne Ring. Naja. Ach komm, wir nutzen den jetzt einfach mal. Nur einmal für den Ring. Was haben wir denn? Schnellere Zauberrate plus 100 zu Angriffswert. Nicht wirklich. Zersetzter Kopf. Ich will jetzt irgendwie noch den Schindler Dungeon finden, ne? Ich weiß zwar nicht, ob wir den jetzt gleich noch machen. Stimmt groß. Ich würde zumindest gerne wissen, wo der ist. Jetzt kommen wir hier, kommen wir gleich bestimmt auf den Sackgasse drauf. Oder wir kommen rüber auf die andere Seite. Okay. Das ist ja ein interessanter Verlauf. Okay, hier ist Ende. Eine Neff-Rune. Irgendwann muss ich mich mal ein bisschen mit den Runen beschäftigen. Auch wenn ich das Ganze privat spiele. Das kann auch nicht schaden. Gut, uns fehlen wieder drei Magier. Und uns fehlt der Golem. So, Schuppenpanzer, Vollhelm. Und dann natürlich auch, kommen wir hier, ja, hier kommen wir auch wieder irgendwo hin. Och, die hauen einmal zu und das ganze Leben ist fast weg. Ah, okay. Das sieht wie so ein kleines Dorf aus. Oh, 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 oh. Oh, hört mal auf, mir hinterher zu rennen. Und wo sind meine Skelette, wenn man sie braucht? Da kommen sie. Das war der Portpunkt für die. Okay, da kommen wir wahrscheinlich wieder einfach nach da oben hin. Was haben wir hier? Ein Kitbin. Okay. Huh? Der Gitbin, okay. Zu Ormus, okay, können wir auch machen. So, wir nehmen Heiltränke mit. So. Den Smaragd nehmen wir auch mit. Vielleicht haben wir... Oh, es regnet. Es regnet draußen. Das ist ja toll. Ihr habt eure Sache gut gemacht, edler Held. Ormus gratuliert euch. Die alten Geister der Skazien werden über euch wachen, weil ihr die heilige Klinge zurückgebracht habt. Nach all den Jahren wird Ormus wieder seine Macht einsetzen, um Unschuldige vor dem Schatten zu beschützen. Der Zauber, der den Hafen schützt, soll wieder erstarken. Sprich mit Ashara. Das trifft sich eigentlich ganz gut. Ist das Ashara? Ja. Jetzt, wo weniger Eisenwölfe gebraucht werden, um die Docks zu bewachen, haben sich einige freiwillig gemeldet, euch ohne Lohn zu begleiten. Hä? Was denn hier noch handeln? Und auf jeden Fall den Ring verkaufen. Wer kann denn Rüstung reparieren? Kann Rüstung reparieren.
Der Chef nicht. Ja, du kannst ja nur genau. Kannst du? Ja. Nö. Kann hier keiner eine Rüstung reparieren? Doch, du bestimmt, ne? Ja, genau so. Haben wir jetzt, was haben wir denn noch? Spricht mit Ormus wieder. Dieser Zauberring nützt mir nichts. Hier, tragt ihn mit Stolz. Oh. Mama. Schnellere Zauberrate, naja. Angriffswert, wir können ja mal vergleichen. Plus 2 Energie, Kältewiderstand. Jetzt irgendwie... Ja, wir können... Wir können dich hier austauschen, machen wir mal so. Ja. Und geben dir auch... haben wir damit? Damit haben wir auch das abgeschlossen. Gut, dann haben wir zwar noch nicht das gefunden, was ich eigentlich finden wollte, aber trotz allem. Dann suchen wir mal weiter. Hier kommt wieder eine Brücke rüber. Ich folge erstmal dem Weg hier geradeaus. Wieder macht wieder einen Linksbogen. Gold. Oh. Auch noch Gold. Was haben wir hier? Achso, das ist die Brücke. Okay. Das sah gerade so aus, als wenn das irgendwie eine Plattform oder so wäre. Oder auch wieder ein Teleporter. Ganz schwach, aber nein. Das ist es nicht. Du kleiner Wicht. Und ja, schrecklich. Dann machen die echt richtig Schaden, ne? So, Magier. Mana-Tränke, Heiltrank nehme ich mal. Geld nehme ich so mit. Unterkurast, okay. Zum Unterkurast auch eine... Widerstand? Brauchen wir das hier? Weiß ich schon. Regenerationstrank, ja. Gibt es hier einen Teleporter? Gibt es hier keinen. Aber den Schindler-Dungeon werden wir ja wahrscheinlich nicht hier finden. Also sind wir wahrscheinlich irgendwie dran vorbeigelaufen. Aber jetzt erkunden wir erstmal unter Kurast. Oh, eine Schriftrolle. Jawohl. Damit könnten wir nämlich jetzt einfach mal einmal zurück. So. Ich schreibe mir das mal auf, wenn ich einen Stift habe. Da habe ich einen Stift. Okay, da habe ich noch was anderes umgeschmissen, egal. Und zwar unter Kurast. Der Bazar von Kurast. Oberkurast. Travinkal. Kerker des Hasses. Genau, Erker des Hasses. Nein, Kerker des Hasses. Ebene 2. So, mal kurz überlegen. Wenn wir schon mal einmal hier sind, können wir auch einmal so machen. Sonst haben wir weiter
nichts, außer die Nephrune und die Nephrune kann dahin. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Das hatte ich gesagt, unter Kuras gibt es. Okay, dann werden wir hier irgendwo gleich den Teleporter finden. Gehe ich einfach mal davon aus. Explosionswirt. Ah. Brauchen wir die? Oh, verkaufen, ne? Wir gehen erstmal außen rum. Dann haben wir die Außenlinie. Okay, das sieht schon aus, als wenn wir am oberen Rand angekommen sind. Und okay. Den Bussard. Geht's hier eigentlich wieder raus? Kommen wir hier durch? Nee. Da kommen wir nicht durch. Ein Ausdauerschrein, ja bitte. Da können wir jetzt ein bisschen schneller hier durchlaufen. Oder zumindest geht unsere Ausdauer wieder nicht verloren. Okay, da kommen wir nach oben. So, dann haben wir hier wieder den Außenrand. Und hier eigentlich mal reinschauen. Hier irgendwas? Nö. Steht bestimmt in der Mitte, aber. Jetzt machen wir uns einfach die Mühe und gehen einmal außen rum. Ganz schön langgezogen, ne? Unter Kurast. So. Dann haben wir wieder das untere Ende. Und dann gehen wir jetzt mal einfach in die Mitte. Ach, da, guck mal. Hier haben wir doch so einmal nach Kurast zurück. Nach den Docks von Kurast. So. Einmal. Haben wir nicht Explosions? Ach, die stapeln sich auch. Okay. Das wusste ich nicht. So, wo kommen wir hier wieder runter? Da kommen wir. Okay. Gehen wir mal oben nach oben raus. Wir schauen mal, wo wir da hinkommen. Ob wir jetzt direkt den Bazar betreten. Achso, ich kann mir das mal einmal wegstreichen. Teleporter unter Kurast haben wir. Und kommen da oben links raus. Okay. Vielleicht können wir direkt noch einen Teleportpunkt mitnehmen. Ja, schön. Uah, direkt Bazar. Höllenschwarm. Ja, so sah das auch echt aus. Schriftrolle, so. Hier müssten wir irgendwo auch wieder den Teleporter haben. Vielleicht auch mittig. Was haben wir denn da? Treppe. Ich habe das Gefühl, so weit sind wir noch gar nicht, wo wir jetzt hier gelandet sind. Ah, ein zerfallener Tempel, okay. Zur Kanalisation Ebene 1. Ja, da geht's auch zu irgendeinem Tempel. Hier gibt's gleich wieder XP. Ja, da guck ich nicht durch, war ich. Nur den Teleporter. Ich sagte vorhin nur die Leiche, ne? Bazar hat auch einen Teleporter. Habe ich zumindest
wissen wir, dass wir hier suchen müssen. Was haben wir denn da? Boah. Da haben wir den Teleporter. So lange hat er Armor hat der. Der kommt da zwar nicht hoch, aber so lange Armor hat er, dass er direkt darunter greifen kann. Das ist klar. Dann würde ich sagen, wir gehen zu den Docks von Kuras zurück. Räumen einmal das Inventar auf. Mal irgendwas zum. Nee, haben wir nicht. Und hör zu. Guten Tag. Komm, ich verkaufe das Ding jetzt einfach. Und das auch. Eine im Überfluss reicht. Obwohl. Wir haben 20 Stück. So. Das ist auch wieder einigermaßen aufgeräumt. Und dann würde ich an dieser Stelle eine Pause machen. Mich mal um den kleinen Vierbeiner hier kümmern. Dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und einen schönen Abend oder einen schönen Tag noch, wenn ihr auch immer dieses Let's Play schaut. Dankeschön, bis dahin.